ist eigentlich mit dir falsch? Alles aus, weißt du schon. Ich füge einfach nicht ein, ab hier bitte nicht weiterlesen. Nicht weiterlesen, was anfügen. Hast du? Jo, nein. Cool. Das finde ich jetzt albern. Wieso nimmst du gerade ein Audio auf? Oh nee, du hast mir das gar nicht bewusst geschickt. Gut, dass du die Audio sagst. Ich lasse es dir jetzt aber nochmal mit. Wirkt auch professionell, wenn du irgendwie was in die Presse. Nee, ich lege das hier einfach hin, das ist laut genug. Ja, vor allen Dingen so eine komische Lampenfernbedienung. Ja, das ist für den Fernseher im Studentenwohnheim. Ah ja. Kannst halt auch nur aufnehmen. An und aus. Ja. Ach, schön. Danke, ihr rücksichtsvollen Häschen. Erzähl doch mal, wer seid ihr, was macht ihr, was tut ihr? Ach Gott. Fangen wir so bitter an. Das ist kreativ. Ja. Mhm. Ihr müsst euch auch vorstellen. Gut, wir sind Slayer. Nein, das ist gelogen. Wir waren Slayer, hatten aber keine Lust mehr auf Thrash Metal. Und haben dann gedacht, wir machen jetzt Black Forest Metal und nennen es Finsterforst. Aus dem schönen Schwarzwald. Bis auf mich, wie man vielleicht hört. Ja, ein wenig. Passt auch so zum Namen. Ja, Schwabe. Richtig. Ja, genau. Ja, Schwabe. Und du bist Ex-Basser von Finsterforst. So schnell geht's. Gut. Ja, hier haben wir jetzt ja passenderweise den letzten Tag der Tour erwischt. Ja. Erzählt doch mal, wie war es bis jetzt? Was habt ihr so erlebt und waren die anderen Auftritte? Wie fertig seid ihr auf einer Skala von 1 bis Pete Doherty? Oh, jetzt. Ich bin eigentlich noch recht frisch, ich könnte es nochmal machen. Also ich fühle mich wie Amy Winehouse. Nach oder vor dem Tod? Wenn ich das verrate, ist es so langweilig. Aber wie rieche ich denn? Nach dem Tod. Nee, war eine lustige Rutsche. Aber klar, also jetzt ist man dann auch ein bisschen fertig, wobei wir gestern einen Day Off hatten. Also heute geht's dann wieder. Wie viele Konzerte haben wir jetzt gesungen? Ach, das ist jetzt das 8. Das ist nicht so wild. Wieso nennt ihr das eigentlich Europa-Tour? Ich meine, wir sind in Europa, oder? Das fragen Sie bitte den Organisator. Okay. Naja, immerhin 3 Konzerte im Ausland. Aber die waren alle nur in Holland. Holland, Belgien, Schweiz. Ah, okay. Ja. Okay, na gut, die Schweiz ist quasi Deutschland und die Käseköpfe. Erzähl das den Schweizern. Oh ja, bitte. Perfekt. Fahr da vorbei. Super. Sag mir einfach mal dir. Bin ich dabei. ihr habt jetzt ja quasi so mittendrin eigentlich eine Tour mit eingebaut. Das letzte Album ist ja auch schon so 1-2 Tage her. Was? Also, beziehungsweise die EP, die YOLO. wie kam es dazu? Einfach nochmal quasi vom nächsten Release. Vorm nächsten Release. Ich hoffe, wir spielen vorm nächsten Release noch ganz viel live. Das nehme ich noch ein bisschen hin. Ich glaube, unser Schlagzeuger hat sich diese Tour gewünscht. Und dann hat er sie halt gebaut. Sie ist von eurem Schlagzeuger? Ja, größtenteils. Also, Bombo hat ganz, ganz viel organisiert dafür. Die Band Fürth spielt ihr auch mit. Ja. Ihr habt ja auch Aushilfe aktuell von Fürth. Ja. Sind die einfach mit aufgesprungen, weil ich meine, passt das sowieso oder war das vorher schon mal? Ich meine, ihr kennt die ja auch persönlich. Ja, eben. Das sind ja quasi so die kleinen Schwestern, die wir uns immer gewünscht haben. Die Jungs sind einfach wahnsinnig cool. Und in welcher Hinsicht? Das bleibt im Bus. die Jungs sind einfach wahnsinnig cool. Wir stehen eigentlich alle auf die Mucke von denen. Dann bietet sich halt an. Also ich finde auch, dass sie tatsächlich ganz gut schon passen, auch wenn es natürlich nicht das gleiche ist. Aber wer will denn auch so ein Konzert sehen, wo dann viermal dieselbe Band spielt? Und langweilig. Also einfach gute Jungs, gerne mit denen unterwegs. Thema Musik. Ja. Ich glaube, du warst das sogar. Wir haben in irgendeinem Interview vor Ewigkeit mal gesagt, dass ihr nicht gehört auf diese Pagan-Full-Party-Szene. Ich glaube, das haben wir alle in Interviews schon mal von uns gegeben, wenn wir Interviews gegeben haben. Bei dir direkt von uns gelesen. Oh Gott. Also seid ihr wahrscheinlich auch keine Fans von Bands, wie man den Gaston. Ja, was heißt keine Fans? Also ich würde nicht zu einem Konzert von Hellstorm gehen, was einfach nicht mein Ding ist. Ihr habt ja trotzdem. Die haben aber durchaus ihre Berechtigung. Also die Leute feiern es ja ab, dann ist das doch alles cool. Aber ihr habt ja trotzdem diese YOLO-Idee ausgemacht. Ist das eigentlich eher so ein Statement? Weil es ist schon die JBO der Pagan Volksing. Ja, genau.
wir dachten, wir nehmen einfach den ganzen Quatsch, den andere Bands machen, und toppen das noch ein bisschen an Albernheit und Blödheit. Und haben uns auch gedacht, wir haben so unfassbar große Penisse, wir müssen die den Leuten einfach auch mal ins Gesicht rein. Also, nee, es ist tatsächlich einfach eine blöde Idee, die wir hatten, auf die wir Bock hatten. Und ja, so ein bisschen Statement im Sinne von, Leute, nehmt die Scheiße doch nicht zu ernst. Also, das geht gar nicht so in der Richtung Party-Pagan-Szene. Da, ja, wie gesagt, die haben ja durchaus ihre Berechtigung und wenn die Leute feiern bei Konzerten, ist das alles schön. Es geht schon eher so ein bisschen in Richtung der Leute, die das immer alles ein bisschen zu ernst nehmen. Was selten die Bands an sich sind, sind einfach eher die Leute, die in der ersten Reihe stehen und den Leuten erzählen, wie sie zu klingen haben. Mhm. Da fahre ich halt nicht drauf ab. Ja, es gab auch so den einen oder anderen kleinen Shitstorm dazu, muss man sagen. Ich glaube, ihr habt auch so ein paar Fans, glaube ich, verloren, so die richtig True-Fans. Ja. Das sind halt die Humorlosen. Und das war uns vorher klar. Also, das war ein voll kalkuliertes Risiko. Aber manchmal nimmt ihr euch doch auch nicht so ernst, oder? Na, wir uns ernst nehmen? Nee, gar nicht. Also maximal halt musikalisch, klar. Also es ist schon nicht so, dass wir das aus Scheiß machen. Wir nehmen uns musikalisch schon selber ernst. Ja, aber teilweise. Nicht immer. Naja, es ist jetzt nicht so, dass man irgendeine Scheiße zusammenbaut an Song und sich denkt, ha, ist das einfach und unsinnig, komm, das nehmen wir auf. Sondern da steckt man schon viel Liebe und Herzblut rein und Energie. Aber alles andere, ey, wenn du es zu ernst nimmst, hast du doch auch keinen Spaß mehr dran. Das haben wir aber auch bei der Judo gemacht, also musikalisch. Ja, ich Bock drauf gehabt. Musikalisch halte ich die gegen ganz vieles. Also musikalisch ist sie auch wirklich, also sie ist auch so nicht schlecht. Also es ist wirklich, es ist auch lustig anzuhören. Das ist was schon was Besonderes. Und musikalisch kann man das auch, kann niemand sagen, dass es schlecht ist. Ja, tun aber genug. Ja, das sind ja keine. Ja, das sind immer so die Leute von, naja, egal. Nee. Aber bei der YOLO, ich habe von einem gemeinsamen Freund noch eine Aufgabe bekommen, eine Frage zu stellen, weil ich dachte, für Bier bekommen. Perfekt. Ja, an dieser Stelle einen Gruß an den dunklen Falafelritter. Ah, den hallo. Alex. Hallo Alex. Der Falafelritter mal natürlich. Oh. Der fragt nämlich, ob er die restlichen YOLO-CDs bekommt, um seine Schwimmhalle zu kaputt. Und mal auf, du Penner. Als ob du dir eine Schwimmhalle leisten kannst. Aber für deine Hundehütte schicken wir dir vielleicht ein Dutzend. Küsschen. Dafür muss er uns, glaube ich, sogar zwei. Kasten. Kasten, mindestens auf dem Summerbeast. Das war der Deal. Ein bisschen Spaß. Ja, na sicher. Aber nochmal ein bisschen serious. Ihr habt ja allgemein recht lange Songs. Also teilweise. Ich glaube, der längste ist 23 Minuten, 55 Sekunden gleich lang. Weißt du mehr als ich? Steht aber bei, ja, die steht Richtung bei Wikipedia. Kommt hin. Steht okay, bei Wikipedia. Perfekt. Ich muss mir wohl nochmal durchlesen. Immerhin kommt mal einer vorbereitet. Das ist ja auch schon ganz viel wert. Muss ja sein, ne? Aber ich meine, setzt ihr euch da wirklich aus, das Ziel, wirklich was Langes zu machen und wirklich damit aufzustechen? Ich meine, es ist wirklich schon ein Alleinstellungsmerkmal. Oder kommt das einfach beim Schreiben, dass ihr merkt, hey, das ist so geil, der muss länger werden? Und das ist ganz automatisch. Also bei den letzten Alben ist es schon, glaube ich, naja, es ist kein Zufall. Es ist eigentlich so, dass Simon, der den ganzen Scheiß schreibt, schreibt halt einfach die Songs und ich glaube so, dieser letzte Song auf der Platte ist dann immer so der, wo er sich richtig ausscheißt. So alles, was er an Ideen gesammelt hat, während er geschrieben hat, die er nicht einbauen konnte, die kommen dann so in den letzten Song und werden irgendwie zusammengepackt. Und am Ende klingt es meistens gar nicht immer so verkehrt. Das ist einfach, weil es passiert. Ja, aber durchaus schon auch ein bisschen geplant. Ja. Aber kann man da irgendwas zu sagen? Kommt da was? Da kommt auf jeden Fall noch was. Also noch man muss ja alle mal beruhigen. Ne? Noch haben wir 2,50 Euro in der Tasche und können uns den Scheiß noch mal leisten. Aber wenn ihr die nächste Platte nicht kauft, wird es echt hart, Freunde. ja, weil dann müssen wir nämlich aufhören, Tobis Hartz IV zu versaufen am Monatsanfang und das mal sparen für die nächste Scheibe. Und ihr zieht in die Hundehütte ein, tapeziert es mit Joghurtschein. Das ist eine gute Idee. Nee, also tatsächlich ist es so, dass Simon gerade schreibt und wir so alle so ein bisschen uns was wünschen, was wir so gerne hätten. Und der Plan ist, Anfang nächsten Jahres aufzunehmen. Also ist doch nicht mehr so lang. Ja. Also es ist zumindest schon so eine Zeit. Ja, es gibt einen ungefähren Zeitplan. Also irgendwann nächstes Jahr sollte die dann rauskommen. Ich schreibe nur Songs, ja. Also ihr habt ja auch alle immer Ideen, die ihr
Ja, na, wir geben schon ein bisschen Input, klar. So ganz grob einfach ja, aus dem Zwischen. Aber der, wirklich das Songwriting ist er alleine. Zum Songwriting hast du auch noch ein, zwei Sachen, oder? Sprechen Sie bitte lauter, das Gerät schaltet sonst ab. Aber kommt er dann einfach mit fertigen Songs an und die müsst ihr dann lernen? Oder wie läuft das bei dir? Wenn du das so ausdrückst, klingt es irgendwie ziemlich streng, aber. Aber so ist es auch. Es ist schon so, ja. Also, er schickt fertige Songs rum und dann lernst du die halt fürs Studio. Beziehungsweise, ich schreibe dann halt erstmal Texte drauf. Aber ja, so ist das im Großen und Ganzen. So, hier und da kann man natürlich noch mal so ein bisschen was ändern, aber das Ding steht dann eigentlich schon so zu 95%, so wie er es schreibt. Wie macht ihr denn eher Musik? Frauen oder Kinder? Also wenn ich in die Reihen schaue, für Männer. Offensichtlich. Ja, da könntest du natürlich auch. Ich glaube, wir haben da keine Zielsetzung, aber es ergibt sich. Es ist schon, glaube ich, eher Männermusik. Weil also Frauen sind herzlich eingeladen. Hättest du denn immer so einen richtigen Frauensong? Ein bisschen Twilight. Haben wir doch versucht mit der YOLO. Ja, na sicher. Das ist an mir vorbei. Aber irgendwie, weiß nicht, der durch die Scheibe Boxer kommt doch nicht so gut an bei den Mädels. Komisch. Na, ich glaube, eigentlich schreiben wir vor allem für uns selber. Wenn es uns gefällt, wird es schon irgendwen geben, der es auch mag. Also der Erfolg spricht dafür. Ich? Ich könnte euch jetzt fragen, wie es immer ist, im Schatten großer Band zu spielen, aber. Arschloch. Aber er hat auch recht, oder? Ja, eben. Es ist eine völlig legitime Frage. Nein, also ihr seid ja schon häufig auch mal Headliner, von daher wäre das eher. Ja, aber das wird sicher wieder weniger. Das kriegen wir hin, kein Problem. Ja, nee, das ist doch aber schön. Also, schlimmer wäre es ja, wenn dich gar keiner fragen würde, ob du irgendwo spielen möchtest. Dann doch lieber im Schatten großer Bands. Macht ihr eigentlich eure Show abhängig davon, wann ihr spielt? Also jetzt mal abgesehen von der Länge, aber wenn ihr jetzt meinetwegen Headliner seid oder auch nur, was weiß ich, die dritte oder vierte vorletzte Band, macht ihr das wirklich abhängig? Macht ihr eure Show anders oder gebt ihr einfach immer alles? Na, wenn wir relativ früh spielen, dann geben wir uns einfach keine Mühe. Aber ansonsten, nee. Nee, also ist tatsächlich hauptsächlich abhängig von der Spielzeit, wie lange wir spielen können. Und von dem, was wir halt gerade so denken, womit wir auf die Bühne gehen möchten. Also heute wird es nicht so viel YOLO geben. Ist einfach so. Schade. War ein Ausflug, aber ist ja nicht das, was wir tatsächlich machen wollen. Euer letzter Auftritt in Hamburg ist ja noch nicht so lang. Ja? Richtig. Man munkelt, der war beim Riesenrock. Habe ich auch gesehen. Wie fand ihr den Auftritt selbst? Ja, Tobi, wie fandst du denn den Auftritt? Ich fand ihn etwas kühlend. Etwas was? Kühlend. Also, kühlend. Ah, okay, ja. Kühlend? Kühlend. Kühlend? Ja, schon. Ja. Wieso? Erfrischend. Erzähl mal mehr. Ah, du willst jetzt auf die Biersache raus? Ich weiß es nicht. Ach so. Kennst du gar nicht? Nee. Ja, da hat mich da irgendeiner hat mich da gereizt. Das war schon so ein bisschen so, hat eine Kamera auf mich gezeigt und hat gesagt, hey, Kollege, die andere Band ist viel cooler als ihr, macht mal was. Ich glaube, der Typ war Nico Kolja. Nico Kolja war das? Stimmt, ja. Mit dem müssen wir mal reden, ja. Nico Kolja ist an allem schuld. Nee, und ich konnte es toppen, indem ich halt die... Du schneidest es gleich ein, das ist wirklich ganz wichtig. Ja, bitte. Nico Kolja sagt gerade, ihr fehlt mir. Nico Kolja! Mal ganz kurz, Nico Kolja, das ist... Ja. Nicht, dass das hier zu seriös wirkt. Ja, bitte. Ja, ein wenig Seriösität müssen wir trotzdem noch wieder anpacken. Okay, machen wir. Zurück zur Tour nochmal. Ja. Your Heroes Are Dead Tour. Ja. Wer waren denn eure Kindheitshelden? Unsere Kindheitshelden? Wer waren denn deine Kindheitshelden? Sind sie schon tot? Wer waren denn meine Kindheitshelden? Boah. Naja, musikalisch schon tatsächlich, ich habe vorhin Slayer gesagt, irgendwie mal, ne? Ich stehe dazu, ich mag Slayer. Es ist mir scheißegal, wie viele Leute darüber jammern, dass Slayer so scheiße sind. Ja, sind sie heute. Früher waren sie es nicht. Echt? Mhm. Okay. Ja. Ja, selbe Frage. Schwierige Frage. Ja. Tot sind sie nicht, aber sie leben noch.
Acceptance Moment. Ich habe heute oder gestern gelesen, dass Ozzy Osbourne zusammen mit Zach Wilde eine Reunion macht. Echt? Ja, habt ihr wahrscheinlich gar nicht. Das war ja so klar. Also Solo Ozzy? Ja, Solo Ozzy wieder mit Zach Wilde an der Gitarre. Geil. Knaller. Ja. Gus G hat sich dazu auch geäußert, das habe ich mir noch nicht gegeben, aber ich könnte mir vorstellen, dass es nicht stimmt. Ich mir gar nicht. Nee? Habt ihr eigentlich dieses Jahr noch irgendwas von großen Dingern, wo man vielleicht schon mal so hinreißen dürfte? Es kommen könnte, irgendwas Besonderes mal. Ich meine, ganz viele Bands haben ja immer mal so ein, zwei Mal im Jahr irgendwas. Akustikshow, Albumshow, irgendwas. Habt ihr da mal irgendwas geplant? Ich meine, das gab es in der Vergangenheit. Nee. Haben auch tatsächlich sowas im Moment nicht geplant. Vielleicht mit dem nächsten Album. Vielleicht ist für das nächste Album ein bisschen was geplant haben. Aber da verrate ich nichts drüber, weil die Realität zerreibt es vielleicht einfach. Du würdest dann eher spoilern. Ja, auch das. Dafür ist es dann doch noch ein bisschen. Wenn ihr jetzt überlegen müsstet, so einen von euren Kapaiten in der Band müsst ihr austauschen durch einen eurer älteren Teile. Wer wäre das? Und wieso? Was für eine geile Frage. Bestimmt ganz schön neu. Ich muss irgendein Bandmitglied gegen irgendwen von meinen Eltern eintauschen quasi. Oder von den Eltern von jemand anderem. Aus der Band. Ja. Wow. Also meine Eltern gehen jetzt nicht. Du fragst die Band, die die ganze Zeit deine Mutter sagt unterwegs. Vielleicht solltet ihr eher einen Vater nehmen. Tag auch. Tag. Moin. Ja, bitte. Ah, super, ich möchte auch ganz dringend Bingo mitspielen. Ja, Bingo? Jetzt. Ja, Wacken-Wip-Tickets. Oh ja, hallo. Wacken-Wip-Tickets. Ihr seht, wir spielen hier sogar Bingo. Oh, so geil. Schön ist es hier. Okay, warte mal, ich mach mal so ein... Zack. Wie macht man das nochmal, wenn man Geheimagent ist? Dann macht man ein Foto von der Situation. Du musst es so raus. Du musst es reindrehen und rausdrehen, glaube ich. Alter, wie geil ist das denn? Warte, pass auf. 80er-Jahre-Effekt. Das machen sie, warte. Perfekt. Für das, was ich habe. Ich habe früher fürs Fernsehen die Effekte gemacht. Wofür die Leute Photoshop benutzen, verstehe ich nicht. Wir brauchen nur ihn. Wir brauchen nur ihn für Photoshop. Ja, Hauptsache, er lässt das Röckchen unten. So, gut, der verrückte Mann ist weg, wir können weitermachen. Wo waren wir denn? Achso, bei Frauentausch quasi. Ja, genau. Oh, Frauentausch. Gut. Ich hätte gerne deinen Vater am Keyboard. Hast du überhaupt keine Ahnung, wie gut mein Vater Keyboard spielt? Nee. Ich habe eine Ahnung, wie gut er Keyboard spielt. Wow. Wenn ich das rausschneide, dann sag ich Bescheid. Nee, alles gut, was drin. Das muss sie abkönnen. ja. Ich weiß nicht, wen ich dafür raushauen möchte, aber mit Wombos Vater kann man echt gut Whisky trinken. Das stimmt. Und das ist eine verdammt wichtige Eigenschaft in so einer Band. Vor allen Dingen hat er guten Whisky. Das kann sich keiner von uns leisten. Die sind ja auch Musiker. Richtig. Gerüchteweise. Noch mal eine Frage, ist wahrscheinlich nicht mehr so richtig up to date, aber ihr habt ja mittlerweile keinen Live-Accordion-Spieler mehr. Ja. Habt ihr da noch, also das war ja seine Entscheidung. Ja. Und spielt ihr zumindest auf den Alben noch mit, aber nicht mehr live. Richtig. Seht das immer noch mal, weil eigentlich war das auch so, immer so ein bisschen. Ja, Flair. War sicherlich auch ein Alleinstellungsmerkmal so ein bisschen. Ja. Naja, wir haben ja jetzt am Freitag auf dem Ragnarök, da war er ja mal wieder dabei, weil er einfach auch mal Bock gehabt hat wieder. Da war allerdings auch Rob. Ja, das ist richtig. Oh, Zoll, Tobi. Ja, ja. Zu deinem Gewinn. Deshalb habe ich mein Bier da drauf gestellt. Ich verlieb da liegt noch. Das ist ganz schön schlau mit dem Bier. Jetzt können wir keine Wacken VIP-Tickets machen. Ich schon. Ja. Ja, nee, also es ist nicht geplant. Und wir haben auch irgendwie wenig Bock, uns jemanden zu suchen, der einfach nur Akkordeon spielen kann. Also der Hannes war halt schon ein ziemliches Paket insgesamt. Mhm. Er konnte halt richtig gut Akkordeon spielen, richtig schön singen und auch noch geil performen.
Einhörner sind einfach nicht so häufig. Also entweder Hannes oder ja, keiner. Quasi. Also als dauerhaftes Ding, da müssten wir schon echt jemanden finden, der uns auch so richtig vom Hocker reißt und dann noch so halbwegs in der Nähe wohnt, dass es halt die Bandkasse nicht total ruiniert. Schwierig. Also hier in Hamburg gibt es ja tatsächlich den Sören, der ist ein verdammt cooler Typ. Habe ich noch nicht kennengelernt. Aber jedes Mal aus Hamburg. Ja, wir haben aus Hamburg auch eine Accordion Extreme Band. Ja, das ist von ihm, glaube ich, sogar. Wie heißt die denn? Texan. Ja, genau. Das ist seine, das ist der Sören. Ja, dann kannst mal sehen. Ja, der hat ja bei uns schon ausgeholfen vor 2 Jahren. Ach, ernsthaft? Pagan-Fest-Shows, ja. Ah, das ist, das und auch ein Hörnerfest hier oben. Richtig. Ja, das ist immer. Hm. Und du hast gedacht, du kannst hier nichts mehr lernen. Ja, ja. Heißt, du dachtest, du kommst halbwegs vorbereitet oder das wirkt wenigstens so. Ja, aber es steht halt nicht bei Wikipedia. Ja, das ist die Scheiße. Ne? Aber ich habe mir auch noch euren Infotext auf Facebook durchgelesen. Und der ist auch echt uninformativ, oder? Ist Marco da noch Sänger? Ich weiß es nicht. Genau, ich hab nach der Hälfte aufgehört. Okay, zu Recht. Das war schlimm. Naja. Ja, wahrscheinlich. Also ich hätte noch so ein, zwei Fragen, die das Ganze noch besonderer machen als ohnehin schon. Herrlich. Weil ich meine jetzt mal ganz ehrlich, 50 oder 70, 80% von dem, was ich jetzt gefragt habe, das kann man überall anders machen. Ja, bis auf die Frage mit dem Elternteil, also die war echt gut. Ja, davon habe ich noch mehr, weil genau. Und den Rest habe ich vergessen. Ja, es ist wirklich 0815. Also ich glaube, das weiß auch jeder, der sich das anhört. Ja, natürlich, du erzählst halt immer dieselbe Scheiße. Ja, also. Und manchmal kannst du auch keine richtig ernsthaften Fragen stellen zu einem neuen Thema, weil es ist begrenzt. Weil insofern, also Musiker und interviewt werden, ist so ein bisschen wie Politiker sein. Es nervt auch wirklich. Aber dann kommt auch mal so eine Frage wie, mit wem von den Simpsons würdest du dich am meisten identifizieren? Ich glaube, das ist besonders. Das ist eine schöne Frage. Der Gitarrist von Red Fang hat da etwa 10 Minuten im Treppenhaus drüber überlebt. Okay. Ich hatte die schon mal und die kam echt gut. Aber das habt ihr auch nicht geschnitten dann, oder? Ich muss das alles abtippen. Ah, noch schöner. Ach Gott, wer von den Simpsons wäre man denn gerne? Also Barney wäre jetzt die offensichtliche Antwort, weil es so lustig ist, dass man so ein Alkoholiker ist. Mit wem identifiziere ich mich bei den Simpsons? Wow. Ach, Homer ist einfach schon ein geiler Typ. Und in meinem Alter ist auch langsam mit der Plauze echt schwierig. Deshalb habe ich mir eigentlich schon als Lebensziel gesetzt, irgendwann wie er, eine Bierdose mit meinem Bauch zerquetschen und dann in den Mülleimer schleudern zu können, ohne sie anfassen zu müssen. Ich weiß nicht, ob es wirklich möglich ist, aber das stelle ich mir schön vor. Aber wenn du sie nicht anfasst, wie trinkst du es dann? Na, das macht er doch auch. Guckst du nicht Simpsons und stellst trotzdem Fragen über Simpsons? Ich habe neulich eine Folge gesehen, wo Apu sogar Sänger in der Rockband ist. Ich weiß, ob du sagst, Nee. Nee, Sänger in der Rockband bin ich ja schon. Ja. Ist weder eine Rockband noch kann ich singen. Nee, tatsächlich Homer. Weil der einfach so ein wunderschöner Optimist ist. Das bist du, oder? Ja. Tobi, wer möchtest du denn sein? Ja, ich nehme den Barney. Ich nehme den Barney, ganz klar. Wow. Das glaube ich dir sogar. Eigentlich müsste man hier jetzt. Du bist Arsch. Dankeschön. Nala. Aber du hast auch wirklich die Vorlage dazu geliefert. Ich glaube, das wäre jetzt schon der dritte Moment, wo ich dieses geile Bild einfügen könnte. Ja, mach's einfach mehrmals. Richtig. Immer, immer. Ja. Und am besten einen Link an meine Mutter schicken. Das ist eine gute Idee. Oder ich nehme einfach, ich schneide das in dieses Bild rein, immer die Frage, die ich stelle. Weißt du, dann kommt das so also 10, 20 Mal an dieses Bild als Frage. Oh Gott. Mit Sprechblasen. Ja, genau. Alles klar. Und mal eine Frage, für die ich aus dem Tourbus geworfen wurde. Mm. Vielleicht werft ihr mich jetzt... Du weißt, dass du auf dem Schiff bist. Ja, vielleicht werft ihr mich jetzt vom Schiff. Aber mal gucken, was passiert. Wie würdet ihr euch einem Blinden beschreiben? Oh Gott. Na, mit dem Wort hässlich kann er ja nicht so viel anfangen. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht sage ich einfach nichts und laufe einfach weg, der kriegt das ja nicht mit. Oh Mann. Boah. So tatsächlich, wie wir aussehen? Ganz schön wild. Ganz schön abgefuckt. Ja. Das ist echt eine beschissene Frage. Fanden die auch nicht gut. Musst du dich ja erstmal reindenken, wie ein Blinder die Welt empfindet. Kann ich nicht.
Ich würde sagen, brauchst du euch gar nicht, nicht uns. Das war genau dieselbe Antwort. Genau dieselbe Antwort, ja. Und dann wurdest du rausgeschmissen? Ja. Ich darf aber auch nicht sagen. Schade. Kann ich euch gleich sagen. Tipp geben, bitte. Ja, darf ich euch gleich. Nick. Und dann schneidest du das Bandlogo rein. ich habe auch ein T-Shirt von der Band. Ich hätte es mal anziehen. Aber ganz noch. Ich hätte noch zwei letzte Fragen. Ja. Ich hatte noch eine, wo wir beim Budget waren. Oh. Beziehungsweise Bandkasse. Hattet ihr jetzt irgendwann mal vielleicht so eine richtig geile Idee für einen Merchandise-Artikel oder irgendwas, was ihr schon mal rausbringen wolltet, aber weil es halt nicht umsetzbar war vom Finanziellen, irgendwas, was eigentlich richtig eine geile Idee war, aber dann ist es auch finanziell gescheitert. Keine Ahnung, Handtücher mit Bandlogo oder sowas. Du wärst ein unfassbar kreativer Merchandise-Schaffer. Da Handtücher mit Bandlogo, die gab es glaube ich noch nie. Ihr könnt die Ersten sein. Ja, ich glaube tatsächlich, mit dem Finsterforce-Namen wären Männer-Tangas für Unrasierte richtig geil. Der muss ein bisschen sacken, man muss sich das vorstellen. Ja. So an der Seite rausgrillt. Welcome to my Finsterforst. ja. Ach. Ich hatte ja tatsächlich mal die Idee zur YOLO noch für jeden so einen Aufsatz für so einen Alkotester noch mit reinzupacken, aber das ist ganz schön teuer. Dann hätte die EP noch ein bisschen mehr gekostet. Ja, ansonsten. Ich glaube, blöde Ideen haben wir immer wieder, aber wir vergessen die auch immer wieder. Also es ist tatsächlich Glück für alle, dass wir das vergessen. Oh. Ich würde ja Kondome empfehlen, wo immer auf einer Verpackung ein Gesicht von aufhört ist. So machen. Wow. Aus Jeansstoff. Wow. Und für den Spaß von hinten vielleicht aus Kord. Alter Falter. Wahnsinn. Da kommen die beiden und sind blöder als wir. Das war unser großes Ziel für heute. Perfekt. Aber ihr könnt zum Abschluss, so als vorletzte Frage, dürft ihr nochmal letzte Worte loswerden, dürft ihr nochmal intellektuell in euch jemals abschließen. Ah, okay. Tobias, bitte. Bitte nicht. Sag doch mal was zu den Leuten. Was der Dirigent ist? Ja. Mach keine Band auf, mach keine Musik, bitte. Es lohnt sich nicht. Was intelligent ist, nicht was ehrlich ist. Oder lernt ein richtiges Instrument. Ja. Ja, also Wasser kann ich nicht sehen. Ich darf doch, ich kann doch. Wir verstehen. Auf jeden Fall. Ja. Nehmt das Leben nicht so scheiß ernst, ihr überlebt eh nicht. Und als allerletzte Frage. Wie heißt das Magazin, das ihr gerade hinter mir gegeben habt? Was, ihr? Wie heißt das Magazin, das ihr gerade hinter mir gegeben habt? Techno Arbeits. Lass ich gelten. Das lass ich gelten. Nee, war das hier jetzt nicht Silence? Hallo Alex. Hi Alex. Wow. Wir so schon immer auf Festival. Mann, Alter, als du mir gesagt hast, wie dein Magazin heißt, das ist einfach auch ein bisschen her und wir waren betrunken. Ich weiß, aber ich mache das bewusst vorher nicht nochmal. Das ist ja eine fantastische Promotion, die du da fährst. Finde ich auch. Ich hoffe, meine Antwort war dann wenigstens ein bisschen schön. Ich weiß gar nicht, was haben die gestern gesagt?